Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Rosenberger OSI. Mein Name ist Slavko Mucic und heute aus Augsburg hier bei mir mein Kollege, der Ronny Mees, der uns ein sehr spannendes Produkt mitgebracht hat, das Patch Location Rack Comfort, zu dem er uns gerne was erzählen möchte. Ja, Slavko, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Gerne. Wir haben hier das Patch Location Rack Comfort, wie du schon erwähnt hast. Mhm. Warum zeige ich das heute? Ich zeige es deswegen, weil es ein super Produkt ist, um die Transformation, die wir derzeit in den Rechenzentren sehen, zu unterstützen. Klar, Verdichtung im Rechenzentrum ist ein großes Thema. Verdichtung auf jeden Fall, aber auch so Aspekte wie Energieeinsparung im Rechenzentrum. Mhm. Wie das? Wie können wir mit dem Patch Location Rack Comfort unterstützen? Ja, im ersten Moment denken wir, okay, ist das Verkabelung, wie soll das Energieeinsparung unterstützen? Wenn man sich ein Rechenzentrum vorstellt, wir haben die Kaltgänge, wir haben in den Kaltgängen die Server stehen, die Switches und so weiter, und die werden aktiv gekühlt. Mhm. Da ist viel in der Vergangenheit sehr viel Energie reingeflossen, also geistige Energie sozusagen reingeflossen, zu überlegen, wie kann ich denn das effizienter gestalten? Da gibt es die Kaltgänge, da gibt es eine super tolle Steuerung mittlerweile von der Kühltemperatur, und das sorgt natürlich für eine Energieeffizienz. Mhm. Jetzt hat man in der Historie aber das gemacht, was eigentlich aus meiner Sicht wenig effizient ist. Man hat nämlich die Verkabelung mit dort reingepackt. Also man hat das mitgekühlt, was eigentlich keine Kühlung braucht. So ist es. Mhm. Und das versuchen wir jetzt hier an dieser Stelle zu ändern. Verstehe. Das heißt, die passive Verkabelung, die passive Infrastruktur, Dateninfrastruktur rauszubekommen aus dem Kaltgang. Genau, das ist der Hintergrund. Mhm. Und man sieht es eigentlich schon an dem Schrank selber. Der ist 40 cm tief, der ist 2,40 m breit, hat eine Grundfläche von einem knappen Quadratmeter. Okay. Und da kriegt man jetzt ganz viele LC-Duplex-Ports verbaut, über 4600 LC-Duplex-Ports in dem Schrank, und man kann ihn irgendwo an die Wand, an die Seite stellen. Geringe Stellfläche dort, wo man den Platz hat, im Rechen, halt nicht im Kaltgang, möglichst entweder am Anfang der Kaltgang-Einhausung oder an die Seite von dem Rechenzentrum. Genau, oder auch einen separaten Raum. Einige Rechenzentrumsanbieter haben einen separaten Raum dafür. Ja, da bin ich gespannt. Da gehen wir mal rein ins Patch Location Rack Comfort. Gut, dann machen wir das, den Schrank mal auf. Man hat es eigentlich schon sehr schön gesehen an dieser Tür. Die Tür ist eine Falltür. Welchen Vorteil hat das? Mit dieser Falltür komme ich erstmal unglaublich einfach an die Einbauten heran. Und ich muss, wenn ich jetzt regelmäßig ran muss zum Beispiel, muss ich die Tür nicht irgendwo wegstellen. Häufig ist es so, dass Kollegen im Service die patchen, die dann sagen, ja, die steht im Weg rum, ich muss die irgendwo in den Gang stellen. Das ist eine Unfallquelle, die haben wir hier vermieden. Machen wir die zweite Tür auf. Und hier sieht man eigentlich sehr schön, wie das aufgebaut ist. Wir haben auf der linken, also auf den äußeren Seiten, links oder rechts, die Trankkabel ankommen. Mit Trankkopfhaltern werden die hier angebracht. Und die Tranklegs, die Trankpeitschen, die marschieren dann in dieses Patchpanel. Wenn wir hier dieses Patchpanel mal ein bisschen rausziehen, merkt man schon, dass das sehr, sehr dicht ist. Also wir haben hier 144 LC-Duplex-Ports da drauf, und um das zu bewerkstelligen, um da auch ranzukommen, ohne dass man irgendwas unterbricht, haben wir hier Steckverbinder gewählt mit einem sogenannten Push-Pull-Boot. Das heißt, man kann die am Knickschutz rausziehen. Und dadurch, dass der Knickschutz eine gewisse Flexibilität ist, kommt man auch ganz einfach hier an den untersten ran, kann ein bisschen ausbiegen und kommt hier sehr schön ran an diesen Stecker. Ich stecke ihn jetzt mal ohne Putzen zurück, soll man eigentlich nicht machen, aber hier für diese Demo ist das, glaube ich, eine gute Variante. Ja, das ist ein bisschen... So, jetzt haben wir es. Gut, vielleicht noch ein Punkt zu der Verkabelung. Also die Patchkabel werden hier über diese Führung gelegt. Gehen wir mal von der Seite ran. Und diese Führung, die läuft immer ein bisschen mit. Und das hilft sozusagen, den Stress auf dem Kabel zu vermindern. Wenn man sich überlegt, so ein Kabelbündel, das sind auch 144 Kabel, das ist schon eine ganze Menge. Und da muss man natürlich aufpassen, dass, wenn man dort patcht, dass dort nichts kaputt geht. So, das ist eigentlich das Wesentliche zu diesem Patch-Modul.
Wir haben darüber hinaus auch ein Spleißmodul zur Verfügung. Das kann ich auch mal zeigen. Das sieht auf den ersten Blick genauso aus wie ein Patchmodul. Aber wenn man es mal aufmacht, dann sieht man im hinteren Bereich die Spleißkassetten liegen. Und um das sauber zu bewerkstelligen, ist es so, kann man eigentlich sehr schön sehen hier an der Seite, dass da ein Schlauch für die Kabelführung angebracht ist, der in so ein untergelegenes Schubfach läuft, wo das Kabel sozusagen aufgelegt ist und die Kabeladern sozusagen dann hochgeführt werden durch diesen Schlauch auf die Spleißkassetten. Ja, so, das sind eigentlich die Dinge, die wir jetzt hier aktuell zeigen können. Wir haben die Möglichkeit, bis zu 16 Patchmodule pro Seite einzubauen, also 32 in einem Doppelschrank. Etwas weniger von den Spleißmodulen, weil wir ja dann hier immer einen Bereich brauchen für die Kabelauflage. Und so können wir eigentlich den Kunden ganz individuell für seine Bedürfnisse dort ein entsprechendes Patch-Location-Rack auch anbieten. Die Überlängenhalter kann man sehr flexibel anordnen. Das ist üblich, Drankopfhalter als Zubehör. Mehr braucht es eigentlich nicht. Und insofern, glaube ich, haben wir ein sehr rundes Produkt für unsere Kunden. Ronny, vielen Dank für deine Insights zum Patch Location Rig Comfort. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Wir haben jetzt in den Modulen immer LCs gesehen. Gibt es das Patch Location Rig Comfort auch mit anderen Steckgesichtern? Ja, das Patch Location Rig Comfort können wir in verschiedenen Steckgesichtern liefern, gern auch in einer Mischkonfiguration. Mhm. Aktuell haben wir ein recht hohes Interesse an US Connect MDC Steckverbindern bzw. Senko SN Steckverbindern. Die haben einen entscheidenden Vorteil, sie haben eine noch höhere Packungsdichte. Verstehe. Über welche Portzahl sprechen wir da in den Modulen? Da haben wir pro Patch-Modul haben wir da bis zu 288 Duplex-Ports. Verstehe. Das heißt, das summiert sich dann im ganzen Schrank auf maximal wie viel? Etwas über 9200 Ports. Noch immer in Erinnerung zu rufen auf nicht mal einem Quadratmeter Stellfläche. Ganz genau. Verstehe. Liebe Zuschauer, Sie sehen, die Verdichtung im Rechenzentrum schreitet immer weiter fort. Das Patch Location Rack Comfort kann eine Lösung dafür sein. Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben sollten, sprechen Sie uns gerne an. Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie der Webseite oder den sozialen Medien. Ronny, dir vielen Dank, dass du mich hier in Eschborn besucht hast. Ja, ich danke dir. Sehr gerne wieder. Ich freue mich auf das nächste Video. Auf Wiedersehen. Bis bald.